So, dann bereiten wir uns hier die Schlacht vor. Ob wir wissen, was wir da tun, ich weiß nicht. Zucht die Tapfen fest! Scheint wohl so zu sein. So, dann einmal nach hinten. Das ist aber auch ein wilder Sturm, ne? Sieht ziemlich hektisch aus. Vor allem, wenn man angegriffen wird. Hopp. So, Captain. Hey, Lady, was sollen wir jetzt tun? Oh. Ja, einmal zum Seil laufen und das Seil sichern. Hoppala. Sucht die Tapfen fest! Ja, ich hoffe, ich schaffe das. Ei, ei, Captain. Und das ist aber auch gefährlich bei so einem Wind. Aber wir sind Assassinen, wir können das. So. Was auch immer ich hier tun muss. Macht Sinn, wenn wir mehr Fahrt brauchen. Oh nein! James! Warte, ich hol dich, ich rette dich. Das Tau ist zu nass! Ich rutsche ab! Ja, 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 alles gut, ich komme, ich komme. Halt dich nur ein bisschen fest. Das Tau ist zu nass! Ja, ich hab schon verstanden. Kein Problem. Habe ich doch gerne gemacht. Aber das ist ein anderes Problem. So. Gab's wohl keine Schlacht. Sind wir gut davon gekommen. Ist das Gold? Haben wir unser Ziel erreicht? Na, dann gucken wir, was oben abgeht. Warum auch immer hier nicht offen ist. Müssen wir extra länger laufen. Ey, da ist eine Ratte. Captain? Bereitet euch aufs Anlegen vor, Männer! Anlegen? Ich sehe kein Land, nur diesen undurchdringlichen Nebel. Die Möwen sagen uns, was wir wissen müssen. Klettert ins Krähennest, dann seht ihr es. Ja, dann kletter ich mal hoch. So, Befehlschef. Mal gucken, was wir so da entdecken. Und aber auch komisch, dass unten überall Nebel ist. Hier oben aber nicht. So hoch sind wir doch gar nicht geklettert. Und wenn doch, warum ist unser Schiff so hoch, aber die anderen nicht? Bestimmt sind die halb versunken. Deswegen. So.
Wasser. Ich frage mich eigentlich, was mit den anderen Typen passiert ist. Master Kenway! Master Kenway! Ja, kann ich euch helfen? Charles Leeson. Schön, euch kennenzulernen. Man bat mich, euch die Stadt zu zeigen, dass ihr euch einigt. Oh, schon gut. Ich habe veranlasst, dass man euer Gepäck zum Gasthaus bringt. Ah. Seid ihr zufällig der Sohn von John und Isabella? Neueste Nachricht! Genau, der bin ich. Ihr kommt im Auftrag von Edward Braddock, oder nicht? Ah, aber er ist noch nicht in Amerika und ich dachte, ich... Nun, so lange bis er kommt, ich dachte... Ja, heraus damit. Vergib mir, Sir. Ich hatte gehofft, dass ihr mich unterrichtet. Wenn ich dem Orden dienen soll, kann ich mir wirklich keinen besseren Mentor vorstellen. Das ist sehr nett von euch, aber ich glaube, ihr überschätzt mich. Unmöglich, Sir. Hier entlang. Haltet ihn sie! Ja, willkommen in England. Boston ist eine lebhafte Stadt. Es gibt alles Mögliche zu sehen und zu tun. Wenn ihr eingewöhnt seid, solltet ihr euch Zeit nehmen und die Straßen ablaufen. Wer weiß, welche Möglichkeiten ihr entdeckt. Einen Moment, ich muss etwas besorgen, bevor es an die Arbeit geht. Ich besorge Pferde, während ihr das tut. Okay. Wenn wir hier eingelebt sind, werden wir die Stadt erkunden. Dann laufen wir mal über die Dächer. Oh, oh, oh. Verdammte Schnösel, diese Stadt wird nochmal mein Tod sein. Ihr scheint erregt, mein Freund. Weil ich es bin. Sehr, um genau zu sein. Was ist denn? Ich wurde beraubt. Gebinde und Ordner und... Obwohl ich bereits alles zurück habe, fürchte ich, es ist ruiniert. Ihr meint das Buch? Das ist kein ordinäres Buch. Es ist ein Almanach. Der erste, den ich schrieb. Benjamin Franklin. Ist mir eine Ehre. Haven Kenway. Ihr seid sicher neu in Boston. Warum sagt ihr das? Ihr besitzt immer noch Anstand. Haltet an und helft einem alten Rüpel wie mir. Ich will euch nicht bedrängen, aber ihr scheint recht agil zu sein. Wenn ihr meine fehlenden Seiten finden solltet, belohne ich euch. Seht, ich bin nicht sicher, ob... Schon gut, schon gut. Falls ihr Zeit dazu habt, hurra. Falls nicht, auch nicht schlimm. Im jetzigen Zustand ist es ohnehin nutzlos. Doch solltet ihr es schaffen, es wieder herzurichten, werdet ihr mich bei dem Händler dort drüben finden. Nun, das war interessant. Die erste Nebenquest. Gehen wir mal rein. Gucken, was es hier gibt. Mein Herr, möchtet ihr... Ich weiß nicht, was ich möchte. Aber anscheinend ein Schwert und eine Feuerwaffe. Warum auch immer wir ohne nicht klarkommen. So. Ah, die Pferde. Perfekt. Wir reiten zur Green Dragon Tavern. Die Besitzer sind exzentrisch. Okay. Doch die Zimmer sind geräumig und man stellt dort keine Fragen. Wurde euch gesagt, warum ich nach Boston gekommen bin? Nein. Master Birch sagte, ich bräuchte nicht mehr zu wissen, als ihr mir sagt. Er schickte eine Namensliste und bat mich dafür zu sorgen, dass ihr sie findet. Und hattet ihr schon Erfolg damit? Ah, William Johnson erwartet uns schon am Green Dragon. Wie gut kennt ihr ihn? Nicht gut. Aber er sah das Zeichen des Ordens und zögerte nicht zu kommen. Beweist mir eure Loyalität und ich weihe euch in meine Pläne ein. Nichts wäre mir lieber, Sir. Mal gucken, ob er wirklich so loyal ist, wie er jetzt sagt. Das ist Skid 3, ist aber schon damals ein sehr schönes Spiel gewesen. Oh,
dann sind wir wohl da. Mal gucken, was hier drinnen gibt. Du Lügner, betrügender, nichtsnutziger Schweinehund. Kommen wir vielleicht ungelegen? Oh, seid nicht albern, meine Lieben. Setzt euch bitte. Wollt ihr etwas essen? Einen Drink vielleicht? Oder braucht ihr ein Nachtlager? Wir haben schon Zimmer bestellt. Oh ja, natürlich. Die Herren Lee und Kenway, nicht wahr? Ich lasse euer Gepäck nach oben bringen. Benötigt ihr sonst noch irgendetwas? Nur Ruhe. Alle haben immer so Angst vor ihm. Hätte ich, glaube ich, auch. Wenn er vor mir so stehen würde. Oh. Ich glaube, da bin ich wohl falsch rumgegangen. Na, wer sitzt hier? So, William Johnson. Ein Vergnügen. Guter Junge. Vielleicht ein wenig ernst. Ich hörte, dass ihr eine Expedition zusammenstellt. Wir vermuten eine Stätte der Vorläufer in der Region. Mit eurem Wissen über das Land und seine Bewohner könnte ich sie finden. Leider wurden meine Forschungen gestohlen. Ohne sie kann ich euch nicht helfen. Dann finden wir sie. Habt ihr eine Spur? Mein Partner, Thomas Hickey, hat sich schon umgehört. Er versteht's gut, Zungen zu lockern. Dann sagt mir, wo ich ihn finde. Und ich werde die Dinge beschleunigen. Es gibt Gerüchte über Banditen, die südwestlich von hier ihre Basis haben. Dort solltet ihr ihn finden. Charles? Sir? Wir brechen auf. Natürlich. Na dann, na dann. Mal gucken, in was für ein Lager er sich da aufhält. Sozusagen. Thomas Hickey? Wer will das wissen? Haytham Kenway. Müsste ich euch denn kennen, hä? Zeig etwas Respekt, Bursche. Ruhig, Charles. William Johnson schickte uns in der Hoffnung, eure Suche zu beschleunigen. Braucht keine Beschleunigung. Und auch nichts von eurer feinen Londoner Art, danke. Ich habe die Diebe längst gefunden. Warum hängt ihr dann faul hier rum? Überlege, wie ich die Halunken klein kriege. Ich habe eine Idee. Lasst hören. Ich töte den Auskuck und beziehe Stellung hinter den Wachen. Ihr beiden kommt von vorne. Sobald ich das Feuer eröffne, stürmt ihr rein. Damit haben wir das Überraschungsmoment. Die Hälfte wird fallen, bevor sie merken, was geschehen ist. Klingt nach einer Idee. Geht in Position. Aber wartet, bis ich den ersten Schuss abgebe. Als ob das niemand gehört hat. Und niemand sich fragt, hä, was war das? Naja, zu unseren Gunsten. Jetzt gibt's endlich Action. Na super. Vielleicht. Aber kein Problem für uns. Zurück! Zurück! Drinnen sind wir
Nur so Angst von uns. Was nun? Damit können wir das Tor sprengen. Na los, schieß drauf! Zu Befehl. Bumm. Mal gucken. Die waren wohl doch nicht so sicher da drin. Super. Alle standen sie vor den Toren. Und haben jetzt das bringt Pech gehabt. Plündern könnt ihr noch, sobald wir Johnsons Dokumente haben. Ja, ja, Meister. Dann gehen wir ran. Legt die Waffen nieder und ich lasse euch vielleicht am Leben. Dasselbe Angebot mache ich euch. Von euch will ich nichts. Nur diese Kiste dem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben. An Mr. Johnson ist nichts rechtmäßig. Ich frage nicht noch einmal. Verstanden. Dann holen wir die Kiste mal zurück.